mich gedemütigt. Wieso? Nur weil ich diesem Selzer ein paar hinter die Ohren gegeben habe? Er hat's verdient. Selbst wenn er's verdient hat. Aber doch nicht von meinen Freunden und nicht auf meine Kosten, bitte. Nicht auf deine Kosten? Ich sag das nur ungern, Schätzchen. Aber wenn der vor Gericht gewinnt, ist das ein schwerer Schlag für mich. Und du wirst dich wieder an die Plastikluger gewöhnen müssen, die du früher getragen hast. Wenn die Börsenaufsicht sich einmischt, könnte ich am Ende alles verlieren. Wie wirst du das finden, Kathleen? Stell dir mal uns zwei in einem Einzimmer-Apartment vor. Ja, und der Hut kliffert plötzlich aus und schlägt Howard zu Boden. Ja? Das war so peinlich, sag ich dir. Clifford ist ja so primitiv. Er ist nicht so sensibel und so leidenschaftlich wie du. Ich wollte, wir wären öfter zusammen. Na, ich doch auch. Nichts, was ich lieber täte. Aber ich will mich nicht scheiden lassen. Das verstehe ich gut. Du darfst mir glauben. Ich möchte nicht, dass du verarmst. Weiß oder rot? Weiß. Dein Glück. Der rote ist nämlich aus. Warum fragst du dann, du Esel? Hast du keinen richtigen Korkenzieher? Das geht schon. Vielleicht kann man an eurem Ehevertrag irgendwie drehen, oder? Das kannst du vergessen. Ich habe absolut keine Chance. Ich krieg nicht mal ein Butterbrot, Schatz. Meinst du, da ist ein kleiner Geist drin in der Flasche? Und wenn das so wäre, was würdest du dir wünschen? Ich würde Clifford verschwinden lassen. Puff! Weg ist er. Wir sollten mal darüber reden, finde ich. Du meinst doch nicht... Ich wüsste schon, wie. Nein, sieh mal, wenn Clifford irgendwas zustieße, weißt du, wer die Hauptverdächtige wäre? Du. Aber ich würde es doch gar nicht selber tun. So viel ist mir klar. Die Leute wissen doch, wie Clifford und Howard Seltzer sich hassen. Und wenn Clifford was zustößt, denkt jeder Howard was. Die quetschen dich aus. Na und, das könnt ihr ruhig probieren. So einfach kommst du nicht davon. Nein, mein Herz. Entweder du lässt dich scheiden, oder wir treffen uns wie bisher hin und wieder im Hotel. Ich will nicht jeden Cent umdrehen. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich war einmal arm. Ich werde nie wieder arm sein, das schwöre ich dir. Tja, Geld regiert die Welt. Da gebe ich dir völlig recht. Clifford muss ja nicht tot sein, um Himmels Willen. Er soll mich nur nicht weiter stören. Damit wir zwei sein Geld ausgeben können. Das mit dem Geld klingt toll. Nur die Umstände gefallen mir nicht. Keine Sorge, Liebling. Ich bin deiner Meinung. Clifford zu ermorden wäre Quatsch. Anstatt Clifford umzubringen und es Howard anzuhängen. Ja? Könnten wir doch Howard töten und es Clifford in die Schuhe schieben. Ach, entschuldigen Sie die Störung, aber ich habe gerade mit meiner Frau am Autotelefon gesprochen. Meine Tochter, sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Dann fiel das Autotelefon aus. Ich weiß nicht wieso, aber plötzlich war sie weg. Ich kann nirgendwo eine Telefonzelle finden. Dürfte ich vielleicht von Ihnen aus das Krankenhaus anrufen? Das ist aber wirklich sehr freundlich. Verdammt! Ich war die ganze Nacht über hier und habe ganz vergessen, den Alarm auszuschalten. Selbst in Bel Air kann man heutzutage nicht vorsichtig genug sein. Den Apparat da drüben können Sie benutzen. Danke, danke. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Ich kann das überhaupt nicht begreifen. Merkwürdig, sie ist völlig gesund. Das Kind war nicht einen Tag krank. Ja, ja, ich bin auf der Suche nach einer Patientin, einer Veronica Norris. Danke, Sie verbinden mich mit Ihrem Zimmer. Aline, was ist los? Was ist mit Veronica? Nein, aber was sagen denn die Ärzte dazu? Hallo? Das heißt, sie wird wieder ganz gesund? Nein, bei mir ist alles was? In Ordnung. Oh, Gott sei Dank. Ja, ich hatte den Alarm nicht abgestellt. Selbstverständlich, ich komme so schnell wie möglich. Das Kennwort, das war Trainer. Gut, danke. Ist das zu fassen? Der Arzt sagt, es wäre vermutlich nur eine dumme kleine Nahrungsmittelvergiftung. Das freut mich für Sie. Oh, ich sag Ihnen, Mann, das schlägt einem auf den Magen, wenn irgendwas mit den Kindern ist. Ehrlich. Haben Sie Kinder? Nein.
Dann würde ich aber schon mal was unternehmen, denn bei so einem großen Haus, das ist ja ein Traum. Es ist wie gemacht für Kinder, das müssen Sie zugeben. Offen gesagt, dazu fehlt mir die Frau. Zu beschäftigt mit Geld verdienen. Diese Villa hier hat mir keiner geschenkt, wissen Sie. Mein Haus dagegen, wir haben nur eine kleine Ranch in den Bergen, aber meine Frau ist der Meinung, sie braucht für den Haushalt unbedingt ein Dienstmädchen. Aha. Na, Sie haben bestimmt 4, 5 Mädchen, so gepflegt wie das hier ist. Nein, nein, nur eins. Aber sie kommt dafür 3-mal die Woche. Man kann hier ja wirklich vom Boden essen. Ich wette, sie schob gerade oben im 1. Stock die Dielen. Nein, das tut sie morgen. Natürlich, klar. Denn wer auch immer hier noch ist, er wäre runtergekommen, als der Alarm losging. Hi, John. Hi, Lieutenant. Eine Banane gefällig? Wie? Die sind sehr gesund. Sehr gesund. Was ist sehr gesund? Das sind die besten. Ich weiß nicht genau, oberhalb der Lunge. Aber der ganze Bereich hier wird irgendwie geschützt. Ach, Bananen. Möchten Sie eine? Ja, ich mag Bananen. Was habt ihr denn so? Hey, Will, komm doch mal kurz. Er war als Erster am Tatort. Ich bekam einen Anruf über... Lust auf eine Banane? Oh ja, danke. Ich bekam einen Funkruf um 6.25 Uhr. Hausalarm von der Adresse hier. Ich fuhr sofort los, 6.31 Uhr war ich da. Haben Sie irgendjemanden gesehen? Nein. Keine Waffen? Keine Waffen. Madam, Sie ist vom zuständigen Wachdienst. Wie war doch Ihr Name? Culinary. Bobby Culinary. Miss Culinary, Lieutenant Colombo. Sagen Sie dem Lieutenant, was Sie wissen. Den ersten Alarm gab es um 6.19 Uhr. Den ersten Alarm? Der Computer registrierte, dass er durch die Sensoren an der Eingangstür des Hauses ausgelöst wurde, Sir. Spuren gewaltsamen Eindringens? Negativ. Wir riefen ihr an. Das ist Vorschrift. Oft ist es nämlich bloß falscher Alarm. Mr. Seltzer sagte, alles wäre in Ordnung. Ja, er gab uns sogar das Kennwort. Also gab er das Kennwort beim ersten Alarm. Mhm. Und dann sagen Sie, war ein zweiter Alarm. Um 6.24 Uhr. Und nach unserem Computer wurde dieser Alarm ausgelöst durch den Panikknopf. Auf dieser Konsole hier. Sehen Sie. Aus verständlichen Gründen nehmen wir einen Alarm, der auf diese Weise ausgelöst wird, sehr ernst. Wir informierten die Polizei und versuchten dann, Mr. Seltzer telefonisch zu erreichen. Mr. Seltzer ging nicht an den Apparat. Tja, ich nehme an, weil das Opfer wahrscheinlich längst tot war. Sie sagen es. 6.19 Uhr, 6.24 Uhr, 5. Ich frage mich, was ist wohl in diesen 5 Minuten passiert? Er hatte sich während des ersten Alarms nicht bedroht gefühlt, denn er gab ja das richtige Kennwort an, nicht? Wenn man sich bedroht fühlt... Dann gibt man das falsche Kennwort an. Das tut man doch in solchen Fällen. Das empfehlen wir. Dann kannte er seinen Mörder? Das wäre gut möglich. Hatte er Frau und Kinder? Die Nachbarin sagt, er war Single. Hat der Verstorbene Angaben gemacht, wie ihn wir im Notfall benachrichtigen können? Er hat seine Anwältin angegeben, Tracy Rose. Und, habt ihr schon mit ihr gesprochen? Dann meldet sich nur der Anrufbeantworter. Das ist keine Nachricht, die man auf Band hinterlässt. Eine Kugel? Sieht so aus. Ja... Was zum Teufel ist das denn? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen Tierhaare. Hi, Patrick Kinsley. Ich komme von der Spurensicherung. Lieutenant Colombo. Freut mich, Lieutenant. Ganz meinerseits, Sir. Tja, auf den ersten Blick wirkt alles sauber, hm? Unberührt. Roger, sieht aus, als hätten die nicht viel hinterlassen. Wenn überhaupt was. Nein, Sir, kein großer Treffer. Vielleicht haben wir ja noch Glück. Oh, ich hab euch Kaffee mitgebracht, Jungs. Und Billys Lieblingsdonut ist da drin. Ich stelle einfach alles hier auf den Tisch, okay? Danke, Sir. Wir lassen es uns schmecken. Ach, Mr. Kinsley, kennen wir uns irgendwoher? Ich denke nicht. Bei den vielen Fällen, die ich im Laufe der Jahre hatte, dachte ich, ich kenne alle Spurensicherer. Wissen Sie, ich war lange Lehrer an der Polizeiakademie. Ach, dann ist das was anderes. Ich zermarter mir mein Gehirn, woher wir uns nur kennen. Sowas macht mich verrückt. Lieutenant... Als ich herkam, sah ich eine Katze. Wie ich die Tür aufmachte, lief sie raus. Wo ist sie jetzt? Ich weiß nicht. Suchen Sie die Katze, Officer. Jetzt gleich, Sir. Dieses Tier ist vielleicht der einzige Zeuge dieses furchtbaren Verbrechens. Ich muss die Katze haben. Ja, Sir. Sie glauben also nicht, dass wir viel finden, hm? Tja, in diesem Stadium würde ich keine Wetten abschließen. Suchen Sie denn irgendwas Bestimmtes? Nicht direkt.
Ich suche alles und nichts. Gewöhnlich lässt ein Mörder am Tatort ein Souvenir zurück. Man muss es nur finden. Und wenn es noch so winzig ist... Also, wenn es kleiner ist als ein Ohrring, dann bin ich keine Hilfe. Neulich abends, da verlor meine Frau einen Ohrring. Hm. Einen ihrer Liebsten. Ich kriech über den Teppich und zwar auf allen Vieren fast eine Stunde. Kein Ohrring. Sie macht mich wahnsinnig. Das Ding muss wieder her. Tja, Lieutenant, saugen Sie doch einfach den Teppich ab und kippen dann den Inhalt des Staubsaugerbeutels auf ein weißes Tuch. Hm? Ausgezeichnete Idee. Ich sage, ich hätte den Tipp, wie man den Ohrring findet, von der Spurensicherung. Ja. Sie wird sich gar nicht mehr einkriegen. Okay, Sie sind jetzt fertig mit der Leiche? Dann könnte man sie wegbringen. Ich würde gerne noch darunter nachsehen. Ich möchte nur sicher gehen, dass ich nichts vergessen habe. Rogan, haben wir Fotos von der Leiche? Sind bereits gemacht, Sir. Ja, sehr gut. Das Erste, was ich mache, wenn ich nach Hause komme... Ich sauge den Teppich. Wer sagt's denn? Danke für den Tipp. Keine Ursache, ich bitte Sie. Was wollen Sie? Sind Sie Miss Tracy Rose? Ich nehme an, Sie sind's. Ich sehe, Ihr Name steht da auf dem Parkplatz. Was wollen Sie? Ich bin von der Polizei. Und? Darf ich Ihnen vielleicht ein paar Fragen stellen? Es ist noch nicht mal 8 Uhr. Ich weiß schon, Ma'am. Ich bin von der Mordkommission. Es geht um Howard Seltzer, nicht wahr? Ich habe gestern Abend versucht... Ach, ich war in San Diego beruflich. Sie müssen mir verzeihen, als ich es in den Nachrichten hörte, war ich völlig fassungslos und ich bin's immer noch. Wer hat das getan? Wir tappen im Dunkeln, aber vielleicht helfen Sie uns weiter. Wir halten es für möglich, dass Mr. Seltzer seinen Mörder kannte. Ich weiß, er war nicht verheiratet. Gibt es denn eine Ex-Frau oder eine Geliebte? Eine ziemlich sexistische Frage. Männer töten bedenkenloser als Frauen. Ex-Frauen und verschmähte Geliebte töten öfter, als sie glauben. Aha. Howard war nie verheiratet. Und eine Geliebte, nicht, dass ich wüsste. Er war überaus diskret. Sein Privatleben ging mich nichts an. Wir unterhielten uns nur übers Geschäft. Naja, das ist doch immerhin was. Um es kurz zu machen, CC Venture Capital... machte falsche Angaben zur Vermögenslage. Sie haben ihre Aktiva überbewertet und verschwiegen ein paar beachtliche Verbindlichkeiten. Howard fiel ziemlich böse rein. Auf einen gewissen Clifford Calvert für mich ein echter Kotzbrocken. Wenn Howard gewonnen hätte, wären alle Investoren vor Gericht gezogen und das hätte Howard viel Geld gekostet, viele Millionen. Sind Sie dem Kerl hier begegnet? Bei einem Gerichtstermin, das weiß ich noch. Der Kerl besaß die Frechheit, mich anzumachen. Vor Gericht, ich bitte Sie. Nein, wie kann er sich so vergessen? Ein verheirateter Mann. Es sagt sehr viel aus über seinen Charakter. Danke, Miss Rose, dass Sie mir Ihre kostbare Zeit geschenkt haben. Ja, Mrs. Calvert, das ist Mr. Colombo. Lieutenant Colombo. Danke, vielen Dank, Ma'am. Polizei. Was, Polizei? Ja, Ma'am. Was kann ich für Sie tun? Es geht um Mr. Seltzer, Ma'am. Howard Seltzer? Was ist mit Howard Seltzer? Es war gestern Abend in den Nachrichten, Mrs. Calvert. Ich habe gestern keine Nachrichten gesehen. Wir kamen spät von einer Hochzeit zurück. Sie und Ihr Mann? Ja, wieso? Ist denn Ihr Mann zu Hause, Mrs. Calvert? Er ist oben und schläft. Was wollen Sie von uns? Ich muss Ihnen sagen, dass Mr. Seltzer tot ist. Tot? Ja, Ma'am. Wann hat Ihr Mann Mr. Seltzer zuletzt gesehen, Mrs. Calvert? Was? Wann war das gleich wieder? Ach ja, auf einer Party vor ein paar Tagen. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Mittwoch. Howard tot. Wie ist das nur passiert? Allem Anschein nach, Ma'am, wurde er ermordet. Das ist sicher ein schwerer Schock für Sie, doch ich muss Sie bitten, mir eine Frage zu beantworten. Wie ich höre, hat Mr. Seltzer Ihren Mann verklagt. Ach, die Sache kann man doch nicht ernst nehmen. Mein Mann ist völlig unschuldig. Oh, das glaube ich Ihnen gern, Ma'am. Heutzutage, da verklagen Geschäftsleute sich gegenseitig wegen nichts. Was wollten Sie mich vorhin fragen, Lieutenant? Was ich vorhin... Ach ja, am Mittwoch haben da Mr. Seltzer und Ihr Mann vielleicht miteinander gesprochen? Nur ein paar Worte. Worte? Oh mein Gott, wer freut sich schon, wenn er seinen Prozessgegner auf einer Party trifft? Aber es war nichts.
Verstehe. Guten Morgen, Sir. Weil Sie gerade Mr. Seltzer erwähnen, wenn ich nicht irre, sahen Sie den Mann zuletzt am Mittwoch auf einer Party. Ja, richtig. Das Würstchen war auch eingeladen. Ihre Frau sagt, Sie hätten ein paar Worte miteinander gesprochen? Wirklich? Er hat ein paar zwischen die Ohren gekriegt. Warum? Weil er Sie verklagt hat, Sir? Werde ich etwa verdächtig? Oh nein, Sir, nein. Das ist reine Routine. Die erwarten nur einen Bericht von mir. Sehen Sie, ich stelle Ihnen ein paar Fragen, dann bin ich weg. Ich krümme Ihnen kein Haar. Entschuldigung. Fragen Sie, Mann. Waren Sie jemals in Mr. Seltzers Haus? Nein, weiter. Wo waren Sie gestern Abend, Sir? Auf einer Hochzeit in Marina Del Rey. Was noch? Wann kamen Sie dort an, Sir? Um 7. Und was haben Sie davor gemacht, Sir? Ich war in meinem Büro den ganzen Tag. Ich ließ mir sogar das Essen kommen. Und um 5:30 oder 6 stieg ich in den Wagen und fuhr auf diese verdammte Hochzeit. Das heißt, Sie saßen die ganze Zeit im Auto von etwa 5:30 bis um 7. Ganz genau. Haben Sie unterwegs irgendwo angehalten? Nein, nein. Doch, Moment, ich hielt kurz an einem Laden in der Nähe, kaufte mir ein paar Hustenbonbons. Ich war heiser, ich wollte während der Zeremonie nicht husten. Danke, das war's auch schon, Sir. Ich will Sie jetzt nicht länger aufhalten. Sind keine kubanischen Zigarren, oder doch? Darauf muss ich nicht antworten. Um ehrlich zu sein, Sir, ich rauche für mein Leben gern Zigarren. Ach ja? Kommen Sie, probieren Sie doch mal eine davon. Oh nein, Sir, nein. Ich weiß, wie furchtbar teuer die sind. Außerdem darf ich nichts annehmen. Schon gut. Nehmen Sie ruhig. Von mir erfährt keiner was. Herzlichen Dank, Sir. Ach Gott, nein, sowas. Noch eine kleine Frage, Sir. Wie dumm von mir. Wie konnte ich das nur vergessen? Was denn? Besitzen Sie eine Waffe, Sir? Ja, eine 38er. Sie ist registriert, ganz legal. Dürfte ich die mal sehen? Wenn Sie sich dann besser fühlen. Ich denke, dafür gibt es sicher eine einfache Erklärung, Sir. Und die wäre? Ich erschieße Howard Seltz und werf die Waffe weg. War's so? Ich muss Sie das fragen, Sir. Ich müsste diese Schublade verschließen, ich weiß schon. Vor allem, weil hier dauernd irgendwelche Leute rumlaufen. Wir hatten in letzter Zeit Probleme mit dem Personal. Ich habe ein paar Mädchen und den Chauffeur gefeuert. Außerdem wurde gerade die Küche umgestaltet. Da haben sich die Handwerker die Klinke in die Hand gegeben. Ich weiß nicht, wer sie da rausgenommen hat. Jedenfalls ist sie weg. Nun, die Waffe taucht sicher wieder auf. Wir kennen das doch alle. Man verliert etwas und kurz darauf stolpert man darüber. Jetzt muss ich wirklich los. Ach, ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Glauben Sie mir, der erste Tag bei einem neuen Mordfall ist, wie man so schön sagt, einfach mörderisch. Wer war an der Tür, Harry? Harriet, das ist Lieutenant Columbo von der Polizei. Polizei, oh Gott! Ach, ist nur Routine, Ma'am. Ich muss eine bestimmte Person überprüfen, die gestern auf der Hochzeit ihrer Tochter war. Das ist alles. Dann bin ich schon wieder weg. Sie meinen einen Gast? Bestätigen Sie mir, dass Mr. Clifford Calvert an der Hochzeit ihrer Tochter teilnahm? Clifford Calvert? Was hat er getan? Er hat gar nichts getan, Ma'am. Ich habe einfach nur meine Vorschriften und ich muss für meinen Bericht überprüfen, ob er gestern Abend auf der Hochzeit war. Also kennen Sie Mr. Calvert? Wissen Sie, seine Frau Kathleen ist eine Freundin unserer Tochter und deshalb... Ja, Lieutenant. Clifford Calvert hat mitgefeiert. Wissen Sie zufällig noch, wann er hier ankam? Oh, da muss ich Sie enttäuschen. Es war immerhin die Hochzeit meiner Tochter. Ich hatte nur Augen für Sie. Ah ja, Ma'am. Darf ich Sie fragen, Sir? Wann haben Sie Mr. Calvert zum ersten Mal gesehen? Als ich meine Tochter zum Altar führte, da sah ich ihn neben Kathleen. Wann war das ungefähr, Sir? Etwa um 7 Uhr. Und nahm Mr. Calvert dann am Empfang teil? Oh ja, allerdings. Und haben Sie Fotos davon? Ja, so viele Sie wollen. Dürfte ich Sie sehen, Ma'am? Und mit dem größten Vergnügen. Oh, Sie wissen wohl nicht, worauf Sie sich da einlassen. Hier, die Braut sah so hübsch aus. Alle waren festlich gekleidet, sogar Harry. Oh. Ja, sehen Sie, ist das nicht eine wunderschöne Braut? Ja, Ma'am, sie ist wirklich hübsch. Und sehen Sie, Harry, hier, er weint. Harry weint nämlich nie. Harriet, unser Besuch interessiert sich bestimmt nicht für irgendwelche Hochzeitsschnappschüsse von mir. Ist das eine Aufnahme von Mr. und Mrs. Calvert? Ja, sind Sie nicht ein hübsches Paar? Ja, Ma'am, Sie sind ein hübsches Paar.
Das ist gar keine Frage. Der hier, ist das auch Mr. Calvert? Ja, ja, das sieht ja so aus. Aber der andere Mann auf dem Foto. Ach Gott, das ist ja Ted. Du lieber Himmel, ist der fett geworden. Oh. Und was ist mit dem? Das sind Clifford und Kathleen. Sie tanzen. Das sieht man, Harriet. Ma'am, würden Sie mir die zwei Fotos freundlicherweise leihen? Gern, ich hab noch Abzüge. Ich danke Ihnen vielmals. Das war furchtbar nett von Ihnen. Danke für Ihre Mühe. Lieutenant, was meinen Sie? Werden Sie uns als Zeugen bei dem Prozess brauchen? Wahrscheinlich nicht, Ma'am. Aber wenn wir Ihnen doch irgendwie helfen können. Ich glaube, ich bin der ideale Amateurschnüffler. Ist gut, wenn ich nicht weiterkomme. Rufe ich Sie an, Sir. Ach ja, Lieutenant, Augenblick noch. Sie müssen mir unbedingt helfen, das Buffet zu plündern. Hier. Ma'am, ich esse gerne Äpfel, aber wie wär's mit mir ein? Nein, nein, das ist keine Bestechung. Da ist nichts dabei, wenn Sie Obst annehmen. Wir wissen schließlich alle, wie wenig Polizisten verdienen. Das können Sie laut sagen, Ma'am. Na schön, danke. Es läuft alles gut. Ich denke nur gerade an das Zigarrenende. Es war nicht im Aschenbecher. Du hast das Zigarrenende nicht? Nein, aber vielleicht hat einer der Spurensicherer es mitgenommen. Such das Zigarrenende. Fahr sofort zum Haus. Moment, da kommt Kurtz, der war im Haus. Ich spreche mit ihm. Mr. Kurtz, haben Sie einen Augenblick Zeit für mich? Klar, immer. Hier steht doch, da gab es 4 Aschenbecher. Ich habe nur 3 gesehen. Nein, es waren 4. Verdammt, da muss mir einer entgangen sein. Und haben Sie alle 4 gründlich untersucht? Ja. Keine Asche drin? Nein, nein, die waren sauber. Wie wär's mit dem Apfel, Jungs? Hier, für jeden einen. Sie sind gut. Danke. Dürfte ich mal einen Moment mit dem Lieutenant sprechen? Ja, natürlich. Ich gehe mal einen Bericht schreiben. Gut, danke. Nicht schälen. Warum nicht? Weil die Vitamine unter der Schale sitzen. Von einem Apfel lasse ich nichts übrig. Ich esse alles, inklusive der Kerne. Wissen Sie was? Apfelkerne enthalten Cyanid. Ehrlich? Oh ja. Auf dem Weg hierher habe ich ein paar Kerne gegessen. Heißt das so viel das wie... Das macht gar nichts. Die tödliche Dosis für Menschen liegt bei 300 Gramm. Na dann. Und jetzt noch eine gute Nachricht. Der Tatort liefert uns jede Menge Beweise. Es wimmelt nur so von Tierhaaren und Fasern. Ich glaube nicht, dass Celsus Mörder davon nichts abgekriegt hat. Wie kommen Sie voran? Gibt es schon Verdächtige? Ja, ein. Wer weiß. Sie wollten doch, glaube ich, auch mit der Anwältin von Celsus reden, oder? Habe ich schon gemacht. Oh, die Anwältin gab mir 3 Namen. Ein gewisser Mr. Clifford Calvert ist nicht uninteressant. Fragt sich, wo der Mann wohnt. Ich habe ihn schon besucht. Oh, und? Er sagt, er war auf einer Hochzeit. Das prüfen Sie doch leicht nach. Das habe ich schon getan. Oh, ich muss schon sagen, Sie sind ein Tiger. Und er war zwar auf der Hochzeit, aber andererseits, zum Zeitpunkt des Mordes, saß Calvert allein im Auto. Dann käme er in Frage. Ja, möglich wäre es. Gut. Ich habe hier den Bericht des Gerichtsmediziners. Wie erwartet, keine Überraschung, Lieutenant. Es heißt hier, Kugel Kaliber 38 durchschlug den Unterleib. Massiver Blutverlust führte zum Tod. Naja, und das war's. 38, sagten Sie gerade. 38? Bedeutet das etwas? Ja, dieser Calvert hat eine 38er. Na, dann geben wir sie doch zu einem Ballistiktest. Er kann sie nicht finden. Er sagt, sie wurde ihm gestohlen. Besorgen Sie doch einen Durchsuchungsbefehl. Und wie begründe ich den, weil die Waffe weg ist? Es gibt 1038er in L.A. Aber wenn wir zufällig etwas finden, das ihn mit dem Tatort in Verbindung bringt. Ah, genau. Hören Sie, ich muss rüber zur Registratur. Ich muss sehen, auf wen die Waffe eingetragen ist. Wer weiß, vielleicht wurde sie ja gestohlen. Das lohnt sich bestimmt. Klar. Ach, was ich noch sagen wollte. Ich habe den Teppich gesaugt. Und was finde ich? Ein 10-Cent-Stück. Das bringt Glück. Na, wer sagt's denn, Lieutenant? Patrick! Oh, hi. Was suchen Sie denn hier? Ich wollte nur noch mal genau nachsehen. Was machen Sie hier? Oh, Will rief mich an. Er hat wohl die Katze gefunden. Zu mir hat er jedenfalls nichts davon gesagt. Ich muss passen. Ich glaube, er ist draußen. Er hat sie hoffentlich gefunden. Er weiß genau, ich brauche die Katze. Will! Will! Ah, das haben Sie gut gemacht. Ja, sie wäre beinahe wieder entwischt. Rein mit euch! Okay. Was für eine Rasse ist das? Keine Ahnung. Bringen Sie sie hier rüber, ja? Ist gut. Was haben Sie da, Lieutenant?
Ein paar Happen für das Kätzchen. Man muss es doch füttern, sonst stirbt es vor Hunger. Hm? Na, Patrick, haben Sie übrigens irgendwas Neues rausgefunden? Nein, leider nicht. Wo ist die Katze? Ich weiß nicht. Wo ist sie hin? Komm, Mietz. Hallo, wo steckst du denn? Sieh doch, was sie hier haben. Na, wo ist denn unsere Kleine? So ein feines Fresschen. Komm, Mietz. Komm, Mietz. Mietz. Oh, Lieutenant. Schneiden Sie immer so unangemeldet rein. Nein, ich war gerade in der Gegend und da dachte ich schau mal vorbei. Was gibt's denn, Columbo? Wir haben das Endstück einer Zigarre in Howard Seltzers Haus gefunden. Was mich nur stutzig macht, ich habe mit Seltzers Anwältin gesprochen. Sie sagt, er war Nichtraucher. Hilft das Ihrem Gedächtnis irgendwie auf die Sprünge? Wie gesagt, ich war noch nie in Seltzers Haus. Zigarren sind allgemein beliebt. Ja, das stimmt. Aber wenn sich jetzt unser Stückchen als das Ende einer kubanischen Zigarre erweist, dann würde sich der Kreis der in Frage kommenden Personen verkleinern. Kubanische Zigarren sind schwer zu kriegen, das wissen Sie genau. Toll, Ihre Zigarren, aber schwer zu kriegen. Hören Sie, Columbo. Ab sofort wird bei jedem Gespräch, in das ich mich verwickle, mein Anwalt dabei sein. Er heißt Stuart March. Bitte. Hier seine Adresse. Wenn Sie meinen, Sir, machen wir das so. Und Telefonnummer. Ich hab gestern Abend Mais gegessen, war scheußlich. Lieutenant? Ja? Ich muss schon sagen, ich mag die Art nicht, wie Sie meinen Mann ausfragen. Keine Sorge, Ma'am. Reine Routine. Sie wissen nicht, wie sehr ich ihn liebe. Ich schwöre Ihnen, keiner wird mich je von ihm trennen. Er hat nichts verbrochen. Er hat Seltzer nicht getötet. Das habe ich nie gesagt, Ma'am. Ich warne Sie, er wird nicht erfreut sein, Sie wiederzusehen. Ich rufe dich gleich zurück. Habe ich Ihnen nicht gesagt, Sie sollen sich an meinen Anwalt wenden, falls Sie noch Fragen haben? Ich weiß, Sir, aber mir ist da noch was eingefallen. Nicht der Rede wert, nur eine kurze Frage. Wo ist denn der Z? Ah ja. Sie sagten doch, Sie hätten an einem Laden angehalten. Sie kauften sich da Hustenbonbons. Wissen Sie noch, welcher Laden das war, Sir? Sie fragen nach den blöden Hustenbonbons? Nach dem Laden, Sir. Das war ein Drogeriemarkt in den Palisades, in der Nähe von Sunset und Pine View. Okay. Vielen Dank, Sir, und verzeihen Sie die Störung. Ma'am? Schließ die Tür ab. Columbo war schon wieder bei uns. Er wollte wissen, wo Clifford die Hustenbonbons gekauft hat. Wo auch immer er war, es ist völlig egal. Also ich weiß nicht. Warum fragt der Cliff, in welchem Laden er war? Ganz einfach, weil er jetzt Cliffords Alibi überprüft. Was bedeutet, dass Clifford ernsthaft als Täter in Frage kommt, mein Schatz? Wenn man vom Teufel spricht, dann kommt er. Ich rufe dich später wieder an. Ich glaube, das wird Ihnen gefallen, Lieutenant. Ach was. Ja, ich habe einen Vergleichstest gemacht mit dem abgeschnittenen Zigarrenende und der Zigarre, die Clifford Calvert Ihnen geschenkt hat. Und? Das reicht wohl für einen Durchsuchungsbefehl, Lieutenant. Sie sind ein guter Mann. Vorsicht! Ja, schön langsam. Sie gehen wirklich zu weit. Was treiben Sie denn da? Mein Mann ist unschuldig. Ma'am, ich führe nur einen Hausdurchsuchungsbefehl durch. Wissen Sie vielleicht noch, welche Socken Ihr Mann am Abend des Mordes trug? Socken? Und welche Unterwäsche? Sind Sie verrückt? Okay, packt alles ein. Geben Sie Kleidung in die chemische Reinigung? Nein, ich wasche sie lieber im Pool. Freunde, wie sieht's aus mit den Anzügen? In sämtlichen Farben vorhanden. Sehr gut. Ich brauche nur einen. Den da. Den dunkelblauen. Lassen Sie den Anzug hängen. Das ist sein Lieblingsanzug. Den suche ich. Ich bin Stuart March. Wir haben telefoniert. Angenehm. Lieutenant Columbo, freut mich, Sir. Mr. Kinsley, Mr. March. Mr. Kinsley. Freut mich, Sie kennenzulernen. Mrs. Kathleen Calvert, Mr. Patrick Kinsley. Hallo. Freut mich sehr, Ma'am. Und Ihr Mann, Mr. Clifford Calvert. Bringen wir die Sache endlich hinter uns. Patrick, dann fangen wir mal an. Also gut. Wir haben aus der Villa von Clifford Calvert verschiedene Gegenstände sichergestellt. Besonders ins Gewicht fällt dabei ein dunkelblauer Anzug, den Mr. Calvert offenbar am Abend des Mordes getragen hat. Ich hätte gerne ein Glas Wasser. Steht auf dem Tisch.
Auf dem Anzug fanden wir Spuren von Fasern sowie von Tierhaaren, die sich bei näherer Untersuchung nicht von den Fasern und Tieren unterscheiden, die wir am Tatort festgestellt haben. Clifford, du musst gleich Proben dieser Fasern verlangen. Das weiß ich, Kathleen. Veranlassen Sie das. Ich glaube, vor jeder weiteren Diskussion sollten wir diese Proben unabhängig testen lassen. Okay, meine Herren, auf ein neues. Das war's dann wohl, Patrick. Ich komme nachher ins Labor. Okay. Guten Tag, Gentlemen. Was soll ich denn daran so gut finden? Lieutenant, gut, dass Sie kommen. Ich wollte Sie gerade anrufen. Haben Sie etwas? Ja, die Haare auf dem Anzug sind Tierhaare, ohne jeden Zweifel. Katzenhaare? Ich weiß nicht. Aber Maus war eine Katze. Aber ich kann jetzt nicht mit Sicherheit sagen, es ist Katzenhaar, erst nach einem speziellen Test. Dann könnte es also auch von einem Elch sein. Ja, warum nicht? Ach, geben Sie mir eine Stunde, dann wissen wir. Und was ist mit den Fasern? Ach ja, alles synthetische Teppichfasern. Die Fasern auf dem Anzug und die Fasern vom Teppich am Tatort, sind das dieselben? Sie unterscheiden sich nicht. Sie meinen, es sind dieselben, ja? Nein, sie unterscheiden sich nicht. Hören Sie, eins nach dem anderen, ja? Lieutenant, ich weiß, was Sie wollen, aber ich werde nichts überstürzen. Wenn Sie in 2-3 Tagen wiederkommen, beantworte ich Ihnen all Ihre Fragen. Na gut, Sie sind der Boss. Tja. Sind das die Sachen aus dem Calvert-Haus? Ja, und auch die aus dem Wagen. Hustenbonbons und eine Quittung. Kann ich Ihnen helfen? Auf diesem Schokoriegel steht, da sind Vitamine drin. Das ist kein Schokoriegel, das ist ein Proteinriegel. Oh, sieht aus wie ein Schokoriegel. Schmeckt er auch wie ein Schokoriegel? Ja, doch, schmeckt gut. 1,29. 1,29 $? Für einen Schokoriegel? Das ist kein Schokoriegel, das ist ein Proteinriegel. Ist der Geschäftsführer da? Und wenn Sie sich beim Präsidenten persönlich beschweren, er kostet immer noch 1,29. Ich bin von der Polizei. Okay, das ist natürlich was anderes. Ich gebe Ihnen den Proteinriegel für 99 Cent. Was sagen Sie jetzt? Erkennen Sie diesen Mann? Haben Sie Freitag hier gearbeitet, sagen wir zwischen 5 und 7? Ja. Der Mann auf der Fotografie war in diesem Laden, der kaufte Hustenbonbons. An dieser Kasse ziehen ein paar hundert Kunden vorbei. Meinen Sie, ich merke mir so einen Typ mit Hustenbonbons? Na schön. Was ist das da oben, ha? Ach dann, das ist eine Überwachungskamera. Was ist angeschlossen? Ein Videorekorder. Ist ein Band in dem Videorekorder? Ja. Ob auf dem Band der Freitag drauf ist? Es ist ein 48-Stunden-Band, macht ein Bild pro Sekunde. Das heißt, Freitagabend ist nicht da drauf, sondern auf dem Band im Lager. Ah, Lieutenant, der spezielle Test ist abgeschlossen. Wie erwartet ist das Katzenhaar. Und die Fasertests laufen noch. Und Sie, sind Sie vorangekommen? Tja, ich war in dem Drogeriemarkt. Und? Patrick, hätten Sie einen Moment Zeit? Für Sie immer, Lieutenant. Sind Sie vertraut mit der Route, die Calvert am Tag des Mordes fuhr? Ich kenne jede Straße. Ich bin sie selbst gefahren. Okay, wir reden von diesem Gebiet. Ja, sein Büro liegt hier unten. Er fährt Richtung Nord. Ja. Und das erste Kreuz hier markiert die Kreuzung am Drogeriemarkt. Weiter nördlich, vielleicht auch nordöstlich, etwa 5 Meilen, ja, kommt man zum Mordhaus. Genau. Weiter nordwestlich, ich schätze mal 20 Meilen, ist die Kirche, wo die Hochzeit stattfand, beim dritten Kreuz. Also Richtung Norden, die ganze Fahrt. Das ist richtig. Jawohl. Aber Patrick, der Drogeriemarkt liegt südlich vom Mordhaus. Sehen Sie hier, er liegt südlich. Südlich, ja. Er liegt südlich. Ja, aber warum fuhr Calvert zum Drogeriemarkt? Er wollte Hustenbonbons, wie Sie sagen. Und er kaufte die Hustenbonbons nach dem Mord. Danach? Danach. Sie sagen, dass ein Mann hier einen Mord begeht, richtig? Und dann, statt zur Hochzeit zu fahren, wo ihn die Leute sehen und er wechselt er die Richtung und fährt nach Süden. Wegen der Hustenbonbons? Genau. Woher wissen Sie das? Ja, ich seh's. Sehen Sie auch die Uhrzeit? 6.35 Uhr. Aber Mr. Seltzer wird um 6.24 Uhr erschossen. Also, ich glaube das einfach nicht, Patrick. Meinen Sie, ein Mann begeht einen Mord und fährt dann einen Umweg von 5 Meilen, um sich Hustenbonbons zu kaufen? Das ist doch mehr als seltsam. Sehr seltsam. Warum sollte er sowas tun, Lieutenant?
Tja, ich kann mir das gar nicht erklären. Vielleicht war diese Uhr da kaputt, oder? Aber in dem Drogeriemarkt gibt es zwei Uhren. Der Videorekorder 6.35 Uhr und die Registrierkassenquittung 6.35 Uhr. Beide identisch. Ich weiß auch nicht. Vielleicht waren sie beide kaputt, oder? Wie wär's mit dem Stromausfall? Es gab keinen Stromausfall, Patrick. Schon geklärt. Tatsächlich? Hut ab, Lieutenant. Sie sind wirklich ein Tiger. Ja, Sie sind mir weit voraus. Aber der Fall ist nicht einfach, Patrick. Nein. Der ist schwierig. Denn in einfachen Fällen verhaftet man den Gärtner. Ich komme nicht vom Fleck. Sagen Sie was. Ich kann Ihnen eigentlich nur mit den Erfahrungen auf dem Gebiet der Gerichtspsychologie dienen. Wenn ein Mann zum ersten Mal tötet, versetzt ihm das unter Umständen einen Schock. Das heißt, Clifford Calvert fuhr vielleicht Richtung Süden zu diesem Drogeriemarkt, kaufte seine Hustenbonbons, ohne überhaupt zu wissen, wo er war und was er da wollte. Ohne zu wissen, wo er war? Wäre doch möglich. Oder was er da wollte? Das meine ich. Schlafen wir einfach darüber, ja? Gut, wundervolle Idee. Also dann, bis morgen früh. Gute Nacht, Lieutenant. Wenn Calvert es nicht war, wer war es dann, Patrick? Ich... Einer von denen, die Anwältin Ihnen genannt hat, vermutlich. Okay, aber nehmen wir doch mal an, nur als Beispiel, dass die Kugel aus Calverts verschwundener Waffe abgefeuert wurde. Das heißt also, wenn wir Calvert ausschließen, wer hatte sonst noch Zugang zu der Waffe? Das Dienstmädchen. Ich würde eher auf die Frau tippen, dann auf das Dienstmädchen. Sie haben vermutlich recht. Ich meine, das Mädchen, warum sollte sie sowas tun, nicht? Aber die Frau, die hatte ein Motiv. Sie müsste sich doch verdammt einschränken, wenn ihr Mann gegen Calvert verliert. Das mag sein. Wir wissen doch eigentlich gar nichts über sie, oder? Nein. Da haben Sie recht. Nehmen Sie diese Ehe. Ist das eine gute Ehe? Hm? Wir haben keine Ahnung, nicht wahr? Nein, wir wissen es nicht. Wissen Sie, was ich vorhabe? Ich möchte mich mit ihr treffen und ihr ehrlich sagen, was mir Kopfzerbrechen macht und sehen, wie sie reagiert. Sie haben Gerichtspsychologie studiert. Kommen Sie doch einfach mit, ich gebe viel auf Ihr Urteil. Nein, Patrick, ich habe von Anfang an gesagt, dein Plan ist zu raffiniert. Es läuft nicht von allein. Du hättest die Waffe so verstecken müssen, dass man Clifford irgendwie der Lüge überführt. Aber es läuft doch wunderbar, Cassie. Dein Plan steht auf wackligen Füßen. Und jetzt will der dämliche Detective mit mir sprechen. Hör zu, morgen sind die Tests abgeschlossen. Die Haare und Fasern passen zu den Proben vom Tatort, sind identisch. Cliffords unabhängiges Labor kommt zu demselben Ergebnis. Und damit haben wir den Beweis, dass Clifford am Tatort war. Ich finde nur, du hast es dir zu leicht gemacht. Nein, ich weiß, was ich tue, Kerstin. Ich beschäftige mich jetzt seit 15 Jahren mit Mordfällen. Eine zu grob gezimmerte Falle, weißt du, das wirkt abgekartet, glaub mir. Alles, was zu eindeutig ist, macht alle hellhörig in der ganzen Abteilung. Okay, Patrick. Sag, was wir jetzt tun, Patrick. Du hast uns da reingeritten. Was, ich? Augenblick mal, Kathleen, du warst... Du hast gesagt, es kann nicht schiefgehen. Nicht, hör auf. Was tust du denn? Wir haben es doch fast geschafft. Wir können uns jetzt nur noch selbst schaden, verstehst du? Ah, Mrs. Calvert? Lieutenant. Sie kennen doch Mr. Kinsley. Ja, ma'am. Danke. Wir haben Kaffee bestellt. Möchten Sie was anderes? Nein, für mich dasselbe. Ich hielt es für besser, sich hier zu treffen, anstatt auf dem Revier. Nicht so förmlich, wenn Sie wissen, was ich meine. Und das war der Grund, warum ich Officer Will zum Revier geschickt habe, damit er Sie hierher bringt. Hoffentlich mussten Sie nicht warten. Ehrlich gesagt, Lieutenant, fühle ich mich nicht wohl in meiner Haut ohne meinen Anwalt und ohne Clifford. Das ist mir klar, Mrs. Calvert, und ich weiß es zu schätzen, dass Sie bereit sind, mich anzuhören. Okay, Lieutenant, also, worum geht's? Sie kennen die Beweislage, nicht wahr? Ja. Nun, ich will ganz offen sein, Mrs. Calvert. Ich weiß, vermutlich dürfte ich das überhaupt nicht sagen, aber wir haben gewisse Zweifel an der Schuld Ihres Mannes. Vielleicht ist er unschuldig. Sie freuen sich bestimmt über diese glückliche Wendung. Ja, ich freue mich riesig. Und wir hoffen, dass wir damit richtig liegen. Aber es bleibt ein Problem. Wir müssen die Waffe finden.
Wo könnte die denn sein? Haben Sie eine Idee? Da bin ich überfragt. Wer hatte denn sonst noch Zugang zu der Waffe, mal von Ihnen abgesehen? Sie wissen doch, dass Clifford die Schublade nie abschließt. Außerdem haben wir das gesamte Personal ausgewechselt. Das ist immer ein Risiko. Ja, das liegt durchaus im Bereich des Möglichen. Jemand vom Personal könnte die Waffe gestohlen haben. Aber ich meine nur, weil Howard Seltzer mit einer 38er erschossen wurde. Das hätte eine x-beliebige 38er sein können, nicht zwangsläufig die von Ihrem Mann. Ist das unser Café? Ja, Sir. Sehen Sie, danke. Das heißt, nur wenn wir die Waffe Ihres Mannes finden, können wir beweisen, dass die Kugel nicht aus ihr stammt. Aber falls es doch die Waffe Ihres Mannes war, sieht die Sache so aus, Miss Calvert. Wenn also Ihr Mann nicht geschossen hat, wer war es dann? Er meinte gerade... Wenn Ihr Mann nicht geschossen hat, wer war es dann? Und dann guckte er so komisch. Du hast nicht reagiert. Nein, also, ich habe nur zugehört, nicht mal mit der Wimper gezuckt. Dann vergessen wir es. Der Junge ist nicht ganz bei Trost, habe ich dir erzählt. Der Laborbericht liegt auf dem Tisch. Katzenhaare und Fasern beweisen, Clifford war am Tatort. Der Staatsanwalt klagt an und wir sind fein raus. Da kommt er. Geht's Ihnen nicht gut, Lieutenant? Nicht so toll. Ach. Tja, ich weiß nicht. Können wir ihm irgendwie helfen? Nein, das ist so ein komischer Schmerz. Es tut mir weh. Hier. Möchten Sie lieber abbrechen? Wir können ein andermal... Wenn es Ihnen nichts ausmacht. Ich würde jetzt gerne zurück ins Revier fahren. Ich bitte Sie... Ach, Patrick, wären Sie so nett. Soll ich den Wagen holen? Aber selbstverständlich. Ich suche Officer Will. Wir treffen uns vor der Tür. Entschuldigen Sie, Ma'am. Barney! Barney! Hast du was für einen Magen? Ma'am, steht Ihr Wagen am Polizeipräsidium? Ja. Sie wissen Bescheid, Officer, ja? Klar. Dann fahren wir direkt zu Ihrem Wagen. Darf ich Sie was fragen, Will? Mhm. Sie haben doch vorhin Mrs. Calvert rüber zu Barney gefahren. Mhm. Wo saß sie da? Auf dem Beifahrersitz, direkt neben mir. Wollten Sie, dass sie da sitzt? Nein. Ich stieg aus, ging um den Wagen und öffnete die Hintertür für sie. Aber sie wollte vorne sitzen. Sie warteten vermutlich, um ihr die Tür aufzuhalten, nehme ich mal an. Sie sah das, sie ließ sie stehen und setzte sich auf den Beifahrersitz. Sie wollte vorn sitzen. Sie wollte da vorn sitzen. Darf ich raten? Ich sage, wenn sie hinten sitzt, wird ihr übel. Wie Sie wissen, Mr. March, habe ich Labortests erhalten. Sowohl von der Polizei als auch von einem unabhängigen Labor. Ich kann beweisen, dass Ihr Mandant am Tatort war. Deshalb dachte ich, wir einigen uns vielleicht auf einen Vergleich, Mr. March, auch im Hinblick auf den Steuerzahler. Wieso Vergleich? Ich bin unschuldig! Clifford, bitte, lass mich das regeln. Ich bitte mein Eindringen zu entschuldigen, Ma'am. Guten Morgen, Lieutenant. Guten Morgen. Ich komme vorbei, halt, weil... Augenblick. Dies ist das Büro des Staatsanwalts. Ich bin mitten in einer Besprechung, einer vertraulichen Besprechung mit Mr. March und Mr. Calvert. Das weiß ich, Ma'am. Deswegen komme ich ja. Wenn ich nur etwas mehr Zeit für den Fall hätte, bevor Sie anklagen... Können Sie Beweise vorlegen, die für den Fall von entscheidender Bedeutung sind, Lieutenant? Nein, Ma'am, aber wenn ich nur Lieutenant, etwas mehr Zeit hätte... Können Sie mir einen überzeugenden Grund nennen, warum ich meine Klage gegen Mr. Clifford Calvert nicht vorbringen sollte? Ich denke nicht. Mr. March, der Vergleichsweg steht Ihnen nach wie vor offen. Ich habe die Schnauze voll. Ich habe das Gefühl, unsere Besprechung ist beendet. Ob die Sache vor Gericht kommt, wird morgen früh entschieden. Ich denke, dass ich mit der Anklageschrift durchkomme. Guten Tag. Ich bin nicht im Dienst. Ich komme privat vorbei als Mensch. Was will ich sagen? Ich dachte als Känguru. Was soll's? Der Fall ist gelaufen. Ich werde morgen wegen Mordes angeklagt. Machen Sie die Tür zu. Ach, danke. Nett von Ihnen, Sir. Wissen Sie, ich glaube einfach nicht, dass Sie es gewesen sind. Das ist mir ein schöner Trost. Vielen Dank. Ich wandere leichten Herzens in den Knast, wissend, dass Sie mich für unschuldig halten. Wo ist Ihre Frau, Sir? Sie ist oben und schläft. Wenn ich trinken will, dann trinke ich. Da brauche ich nicht Ihr vorwurfsvolles Gesicht. Außerdem will sie dauernd über den Mord reden. Sie denkt ernsthaft, sie könnte mich retten. Sie hat keine Ahnung. Sowas nehme ich nie. Einfach das Ende abbeißen. Das ist ja widerlich. Tja, Sie benutzen einen Zigarrenabschneider, nicht wahr? Klar, ich würde niemals das Ende abbeißen, Lieutenant. Für mich grenzt das an Barbarei. Und wieso, Sir? Wieso? Sie sind gut. Sehen Sie den Schnitt hier? Er ist tief, er ist eckig,
Er ist präzise. So kommt kein Krümel Tabak in den Mund. Und was machen Sie? Sie knabbern die Zigarre an wie ein Biber. Ich frage mich, wie man sowas Verstümmeltes nur rauchen kann. Darf ich, Sir, ja? Hier. Mr. Calvert, um es gleich zu sagen, wie Sie Ihre Zigarren anschneiden, ist mir schon früher aufgefallen. Und zwar habe ich es zum ersten Mal an einem Stummel hier in diesem Aschenbecher gesehen. Ich habe es genau studiert. Dann oben im Anwaltsbüro war es genauso. Es ist mir nicht entgangen. Ich wusste also, dass man damit hier Schnitte von dieser Art macht. Und das hier ist das Zigarrenende, das wir in Mr. Seltzers Haus fanden. Ein glatter Schnitt, wie von einer Guillotine abgetrennt. Würden Sie eine Zigarre so abschneiden? Natürlich nicht. Und Sie sollten es auch nicht tun. Hier, für Ihren Schlüsselanhänger. Sie sollten wenigstens ein kleines bisschen Kultur zeigen. Mr. Calvert, ich weiß, ich habe Sie das schon mal gefragt. Nicht die Geduld verlieren. Wir wollen alles nochmal durchgehen. Was haben Sie als erstes gemacht, als Sie auf diese Hochzeit kamen? Ich ging in die Kirche. Und dann? Na, dann verfolgte ich die Zeremonie. Haben Sie mit jemandem gesprochen? Nein. Und dann? Naja, nach der Zeremonie verließ ich die Kirche. Wo war Ihre Frau? Keine Ahnung. Sie hat sich wahrscheinlich wieder irgendwo wichtig gemacht. Sahen Sie dann Braut und Bräutigam rauskommen? Nein, ich habe auf das Brautpaar gewartet, aber ich traf meinen Freund Ted. Wir unterhielten uns ein bisschen. Wer ist da? Ich bin Sir, Lieutenant Columbo. Entschuldigen Sie bitte die späte Störung, Sir. Ich wollte fragen, ob ich noch mal einen Blick auf die Hochzeitsfotos werfen darf. Auf die was? Auf die Hochzeitsfotos. Es dauert nur eine Minute. Was? Das Geschworenengericht wurde verschoben. Soll das ein Witz sein? Nein, die sitzen da drin in geheimer Beratung. Die haben mich vor die Tür geschickt. Es gibt vermutlich keine Anklage. Was ist passiert? Ich weiß nicht genau. Ach, kommen Sie. Naja, ich bin nicht sicher. Ich habe Ihnen nur ein paar Fotos gezeigt. Das hat schon was damit zu tun. Aber im Moment ist es sehr fraglich. Es kann auch einen völlig anderen Grund haben. Aber was sind denn das für Fotos? Von der Hochzeitsfeier. Sie kennen doch das eine, wo Kathleen gerade mit ihrem Mann tanzt. Nein, das habe ich nie gesehen. Ach, ich dachte, ich hätte es Ihnen gezeigt. Nein. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, Patrick. Es wäre viel einfacher, wenn wir uns die Fotos gemeinsam ansehen könnten. Dann zeigen Sie sie mir. Gott, ich hab sie doch hoffentlich. Ach ja, meine Originale hat der Staatsanwalt. Ich habe Abzüge gemacht. Das hoffe ich jedenfalls. Zu dumm. Sie würden viel schneller begreifen, was ich meine, wenn ich nur die Fotos fände. Wo stecken die nur? Ah, hier sind sie ja. Nein, doch nicht, verdammt. Oh, warten Sie mal. Jetzt hab ich sie. Sehen Sie? Das ist das Foto, von dem ich vorhin sprach. Mr. und Mrs. Calvert tanzen. Und hier sehen Sie Ihre Hand auf seinem Rücken. Katzenhaare und Fasern auf dem Jackett, nicht? Ja. Sind gut zu sehen, was? Ganz deutlich. Ja, sie sind deutlich zu erkennen. Finde ich auch. Wo liegt das Problem? Ach, das Problem liegt nicht in dieser Fotografie, aber ich habe heute Nacht eine weitere Fotografie gesehen. Das ist es. Und zwar die hier. Die wurde direkt nach der Trauung gemacht, etwa um 19.15 Uhr, vor der Kirche. Das ist Clifford. Er unterhält sich gerade mit einem Freund. Wissen Sie, man hat mir gesagt, ich soll die Zigarren nicht abbeißen. Sie schmecken angeblich besser, wenn man sie abschneidet. Sie können sich von mir aus alle Fotos ansehen, wenn Sie wollen. Sie werden darauf weder Katzenhaare noch Fasern entdecken. Und die tauchen erst jetzt auf, diese Fotos? Wissen Sie, das sind die offiziellen Fotografien des Hochzeitsfotografen. Sie waren eben nicht früher fertig. Sehen Sie, Patrick, das ist das Problem. Der Staatsanwalt kann nicht beweisen, dass Clifford Calvert am Tatort war. Keine Katzenhaare und Fasern um 19 Uhr, aber nach 20.30 Uhr sieht man Haare und Fasern auf dem Jackett von Mr. Calvert. Die Frage ist nur, wie sind Sie dahin gekommen? Von allein bestimmt nicht. Mit wem hat Calvert getanzt? Mit seiner Frau. Wessen Hand ist auf dem Foto? Die seiner Frau. Lieutenant! Sie muss rauf zum Staatsanwalt. Ach was? Ja, in 20 Minuten. Er wartet noch auf den Ankläger. Ach, alle beide sind vorgeladen? Ja, beide. Hm? Ich gehe rüber und sag's ihm. Ja. Naja, warum zeige ich ihr sie nicht? Wer weiß, ob's gut ist. Warten Sie hier. Ich bin gleich wieder da. Ist gut. Ach, Patrick.
Kannten Sie Mrs. Calvert vor diesem Fall schon? Nein. Demnach haben Sie die Frau im Büro des Anwalts kennengelernt, wie? Ja. Dachte ich mir doch auch. Sie haben sie vorher nicht gekannt, stimmt's? Nein. Wieso? Der Staatsanwalt hat mit dem Anwalt des Ehemannes telefoniert. Als er auflegte, fragte er mich, ob Sie beide, Sie und Mrs. Calvert, sich womöglich früher schon gekannt haben. Ich sagte, nein, nicht, dass ich wüsste. Er sagte, fragen Sie ihn, also frage ich Sie. Ich komme gleich wieder. Warten Sie hier. Sie haben den Mann doch vorgestern in Barneys Café getroffen, nicht hinsehen. Und Sie sahen ihn zum ersten Mal in der Kanzlei des Anwalts? Ja. Sie haben ihn nie zuvor gesehen. Gucken Sie nicht hin. Nein. Er ist Kriminalist, wir arbeiten zusammen. Warum verwickelt er Sie nur in diesen Fall? Was? Kommen Sie, steigen Sie ein. Ja. Setzen Sie sich wieder in den Wagen. Los. Er darf nicht mitbekommen, dass ich Ihnen diese Fotos zeige. Er hat sie mir gebracht. Hier das erste. Nehmen Sie's. Es zeigt Sie und Ihren Mann beim Tanzen. Hier die Vergrößerung davon. Das ist Ihre Hand und man kann die Katzenhaare und Fasern sehen. Ganz anders bei diesem hier, das Ihren Mann nach der Trauung vor der Kirche zeigt. Vor dem Empfang. Die Vergrößerung davon. Von seinem Jackett. Kein Katzenhaar, keine Teppichfasern. Und nun behauptet er, das würde beweisen, Sie hätten Katzenhaare und Fasern draufgetan. Das ist Wahnsinn. Ich bin froh, dass Sie das sagen. Hier ist das Zigarrenende, das wir zum Glück am Tatort gefunden haben. Aber Ihr Mann kann es nicht abgeschnitten haben. Er benutzt einen Zigarrenabschneider. Patrick behauptet nun, dieses Messer, das meine Leute hinter dem Haus des Opfers fanden, dass jemand genau damit das Zigarrenende abgeschnitten hat. Haben Sie es vielleicht schon mal gesehen? Patrick sagt, er fand eine Faser daran, die von der Polsterung eines ausländischen Wagens stammt. Fahren Sie einen Mercedes? Ich habe so ein Messer nie besessen, geschweige denn, dass ich es jemals benutzt habe. Kommt Ihnen dieses Messer nicht doch irgendwie bekannt vor? Irgendwie schon. Wenn Sie sich Mühe geben, können Sie sich vielleicht erinnern, wo Sie es gesehen haben. Vielleicht schon wirklich. Das ist gut. Danke, Ma'am. Sie waren mir eine große Hilfe. Wenn ich Ihnen mal einen Rat geben darf. Es könnte sein, dass man Sie wieder fragt, ob Sie diesen Patrick von früher kennen. Sagen Sie die Wahrheit. Denn diese Katze ist aus dem Sack. Er soll sich zum Teufel scheren. Das sehen Sie richtig. Ma'am, wollen Sie mit der Staatsanwältin reden? Was ist denn? Ich habe ihr die Fotos gezeigt. Es war doch ein ziemlicher Schock. Sie ist völlig fertig. Sie will mit der Staatsanwältin reden. Hat sie einen Anwalt? Das weiß ich nicht. Sie wollte dringend mit der Staatsanwältin sprechen. Und mehr kann ich nicht sagen. Aha. Aber wer weiß, vielleicht ruft sie auch einen Anwalt an. Darf ich Sie was fragen, Patrick? Haben Sie eigentlich gewusst, dass Clifford Calvert einen Zigarrenabschneider benutzt? Wie? Sowas hier. Das ist eben Kultur. Nein, das wusste ich nicht. Aber Sie wissen doch noch, dieses winzige Zigarrenende fanden wir am Tatort. Ja. Sie wissen auch, Sie waren furchtbar nervös, weil es offensichtlich verschwunden war. Sie waren deswegen so beunruhigt, dass Sie später nochmal zurückgingen, um alles abzusuchen. Und Sie wissen auch, dass dieses Messer Ihnen gehört. Ich weiß, das ist meins. Sind Sie bald fertig? Nein. Finden wir nämlich einen winzig kleinen Partikel von diesem Tabak hier auf diesem Messer, sitzen Sie ganz schön tief in der Patsche. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Sie wären gut beraten, wenn Sie auf mich hören. Es könnte durchaus sein, dass man Sie wieder fragt, ob Sie Mrs. Calvert von früher kennen. Ich schlage vor, Sie sagen die Wahrheit. Sie müssen wissen, diese Katze ist aus dem Sack. Sie hat die Staatsanwältin erreicht. Das sehen Sie richtig. Wir unterbrechen die Sendung für eine Sondermeldung. Im Zusammenhang mit dem Mord an einem prominenten Anlageberater wurden zwei Verdächtige festgenommen. Kathleen Calvert, Frau des vermögenden Unternehmers Clifford Calvert und der Spurensicherungsexperte Patrick Kinsley.
Die Verdächtigen geben zu, seit längerer Zeit eine Liebesaffäre zu haben. Doch mit der Liebe ist es offenbar vorbei, da sich beide als unschuldig bezeichnen und sich gegenseitig des Mordes bezichtigen. Unsere Polizeireporter halten Sie weiter auf dem Laufenden. Bleiben Sie dran. So, der hält mich für blöd. Sind das Nachrichten auf 4 verschiedenen Kanälen? Sagen Sie alle dasselbe. Hey, Vince! Krieg ich von dir ein Glas Orangensaft? Sag mal, wie war das mit dem Mord wirklich? Sie waren's beide. Sie waren's beide? Sag ich dir doch. Warst du mir? Nein, nicht dir. Und der Kerl hier arbeitet an dem Fall. Ich war da am Tatort. Ich sehe mir die Leiche an. Er kommt rein und macht einen auf Spurensicherer. Er war ja auch einer. Und dazu einer, der sein Handwerk verstand. Was sagt ihr dazu? Und die hatten ein Verhältnis? Die hatten ein Verhältnis. Ich wusste es nicht. Keiner wusste es. Patrick und ich, wir trafen uns in der Kanzlei des Anwalts. Sie war auch da. Ich stelle die zwei noch vor. Mrs. Calvert, Mr. Kinsley, sehr erfreut, bla 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 bla. Dass die beiden sich schon längst kennen? Darauf wäre ich im Leben nicht gekommen. Und wie hast du den Fall geknackt? Die Idee kam mir hier drin. An dem Tag? Und zwar genau an diesem Tisch. Und 5 Minuten später, draußen vor dem Eingang. Barney, setz dich hierher. Ja, ich will dir zeigen, wie es abgelaufen ist. Johnny, du sitzt hier. Also, Kathleen saß da, wo du jetzt sitzt. Du bist Kathleen. Ich hab da gesessen, du bist ich. Patrick saß hier. Ich bin er. Ich bin Kathleen. Er ist du und du bist Patrick. Ganz genau. Also, du bist ich und du sprichst mit ihr. Du siehst sie an. Gut, genau so. Jetzt kommt der Kaffee. Eine Tasse für die Lady, eine Tasse für den Cop, eine Tasse für Patrick. Jetzt, in diesem Moment, sehe ich aus dem Augenwinkel die Hand von Patrick etwas schieben. Woher wusste er denn, wie sie ihren Kaffee trank? Vielleicht trinkt sie ihn mit Milch oder schwarz. Durfte ich annehmen, dass die sich kennen? Patrick und Mrs. Calvert? Nein. Aber wer weiß. Dann, 5 Minuten später, direkt vor deiner Eingangstür. Vince! Vergiss den Orangensaft. Hol Barneys Auto. Fahr es mir bitte direkt vor die Treppe. Ich will euch jetzt mal zeigen, was ich als nächstes sah. Okay. Hier stand ich ungefähr, ja? Und von hier aus habe ich Folgendes gesehen. Es begann ganz normal. Patrick stand an der Autotür und wartete auf mich und Mrs. Calvert. Er machte ein paar Schritte. Und was dann passierte, das kam mir sehr, sehr merkwürdig vor. Was ich da sah, ich konnte es einfach nicht glauben. Ich habe eigentlich Folgendes erwartet. Dass Patrick sie durch die geöffnete Hintertür einsteigen lassen würde. Dass er hier steht und ihr die Tür aufhält, damit die Lady auf dem Rücksitz Platz nehmen kann. Das würde man doch normalerweise so machen. Aber er überlegt es sich nochmal und öffnet die Vordertür. Woher will er wissen, dass die gute Kathleen viel lieber vorne sitzt? Und hier kommt die $64-Frage. Wieso wollte Kathleen Calvert viel lieber vorne sitzen? Das fragst du mich? Das frage ich dich, jawohl. Ich sitze überall vorn und hin. Vielleicht geht's ihr wie meiner Schwester. Der wird leicht schlecht. Sie fühlt sich wohler, wenn sie vorne sitzt. Das ist es. Genau das hat mir ihr Mann gesagt. Das war die Antwort. Kathleen will viel lieber vorne sitzen, weil ihr hinten sehr leicht übel wird. Woher sollte Patrick das wissen, wenn er sie nicht schon sehr gut kannte? Und das war für mich auch der springende Punkt, weißt du? Das und das hier. Was ist das? Ein Schneider. Der ist nur was für Zigarren. Die Art, wie du eine Zigarre abschneidest, macht genau den kleinen, feinen Unterschied, Barney.